willkommen zu meinem neuen Video bei Teil 4. Heute habe ich wieder meine Kaninchen auf der Wiese. Und wie ihr seht, tröpfelt es ein bisschen. Ist nicht schlimm, Kaninchen dürfen trotzdem beim Regen sein. Weil nämlich Natur regnet es halt mal normal. Und Kaninchen sind auch im Regen draußen, wenn es regnet. Muss ich erstmal den Unterschlupf für den suchen. Wartet mal. Hier bin ich wieder und da ist jetzt den Unterschlupf für die Kaninchen. Und dieser Teil 4 ist auch am schönsten. Und jetzt seht ihr mal, dass Kaninchen auch im Regen draußen bleiben dürfen. Aber wenn es zu stark regnet, solltet ihr die reintun. Und ja, wenn ihr wollt, könnte ich auch mal ein Video drehen, wie ich meine Kaninchen einfange. Also wie ich die zum Stall zurück reintun kann. Wenn ihr das wollt. Wie ich die halt in den Stall rein tue, wenn es regnet oder so. Oder wie ich sie einfange, dass die es auch lernen können, wie ich meine Kaninchen einfangen kann. Ist halt nicht so einfach, aber bei mir ist es einfach, weil ich das gewöhnt bin. Und wenn die Kaninchen euch kratzen oder so, ist es nicht schlimm. Ich bin es gewöhnt. Die Teil 4 ist auch am allerschönsten der Teil. Weißt du warum? Weil halt, jetzt sieht ihr auch mal, dass meine Kaninchen auch im Regen draußen sein dürfen. Weil Kaninchen dürfen im Regen draußen bleiben, weil wenn man einen Unterschlupf hat, ist es nicht schlimm. Und kauft das Zelt für 9,99 €, weil das Zelt ist auch gut geschützt für Vögel und vom Regen und so, wenn ihr mal auf die Wiese geht. Hört auf! Ne, jetzt fängt schon wieder an mit denen. Nein, ich hab dir gestern was gesagt. Weil meine Kaninchen versuchen ganze Zeit, nämlich sich zu tarnen, zu decken lassen und so. Und das sollen die halt nicht machen, weil die noch ein Baby sind. Hi, Niki. Da ist der schwarze Klopfer drinnen. Ja, geh rein. Hi, Niki. Wie kommst du denn jetzt hier rein? Sei aber brav, gell? Nee, mein Hund tut meine Kaninchen nichts, weil er weiß, dass ich meine Kaninchen lieb habe. Wenn ihr wollt, könnte ich auch heute noch ein Kaninchenvideo machen. Gefällt euch das Haus? Aber sei nicht traurig, mein Schatzi. Ich musste euch da reintun, weil sonst haut ihr ja noch weiter ab. Verstehst du? Ja, ist nicht schlimm. Dafür bin ich jetzt vor der Brennnessel, aber es ist egal. Aber Hauptsache, ich habe dich wieder raus aus dem Nachbar rausgeholt, dass ihr nämlich nicht weg seid. Deswegen ist mir scheißegal, ob ich jetzt Brennnessel habe oder nicht. Weil du bist mir wichtig, meine Süße. Aber wir wollen jetzt nicht mehr traurig sein. Jetzt spielen wir weiter. Also, wartet mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr später nochmal auf die Wiese, wenn es aufgehört hat zu regnen. Aber dann mache ich das erstmal wieder sicher, weil es jemand verschoben hat.
dass ihr nicht mehr abhauen könnt. Sei nicht traurig. Komm, kannst du essen? So. Ich hoffe, das macht den Hasen nichts aus, dass die Brennnessel haben, aber ich denke nicht. Weil in der Wildnis sind die auch voller Brennnessel, wenn die rumlaufen. Aber egal jetzt. Was ich euch noch sagen wollte bei meinem Teil 4, ne? Ist auch schön, das Detail, aber ja. Das gibt auch noch einen fünften, wenn ihr wollt. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass diese Flasche nicht gut geeignet ist. Es hängt einfach nur da, weil ich war weg und meine Eltern haben nämlich das wieder dran gehängt, weil die gedacht haben, dass es so besser ist. Aber dann habe ich denen erklärt, dass man lieber sowas nehmen soll. Aber es kann man ja Tropfen dahin hängen. Ja, weil das Wasser ist, wenn die ja zum Beispiel so ein kleines, weil in der Wildnis trinkt die auch aus dem Wasser, nicht in so eine Flasche. Deswegen wäre es geeignet, wenn ihr mit diesen Flasche weglässt, sondern tut einfach so eine kleine, wie nennt man das, so eine kleine Schüsselchen oder eine Brotbox oder... Wenn ihr wollt, dann auch noch so ein Schälchen oder irgendwas, Schale oder sowas, könnt ihr einfach dahin hängen. Das ist besser als eine Flasche. Das habe ich ja euch mal bei meinen anderen Teilen gesagt. Wo ich noch nicht mit dem Teil angefangen habe. Ich habe übrigens auch ein... Bald habe ich auch noch ein Kaninchen zu verkaufen, wenn meine Babys kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir einfach einen Kommentar schreiben, ob ihr ein Kaninchen haben wollt oder nicht. Weil ich habe nämlich ein Kaninchen, bald Kaninchenbabys und die würde ich verkaufen. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr einfach sagen, dass ihr den haben wollt oder nicht. Meine Kommentare. Und es könnt ihr auch meine Infos dann auch anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bei meine Kaninchen. Erklärung. Beim nächsten Mal beim Teil 5. Vielleicht mache ich auch später heute Nachmittag oder so, wenn es aufgehört hat zu regnen, mache ich vielleicht noch einen Teil. Teil 5. Tschüss.